Hallo! Hi! Heute geht es weiter mit den Fragen, weil es waren so viele noch an Justus und mich. Und deshalb, ja, vor allem an mich. Deshalb machen wir heute direkt weiter und wir legen los. Okay. Habt ihr Prinzipien? Nee. Und wenn ja, welche? Ja, wir haben ganz viele Prinzipien, Justus. Aber die sprechen wir jetzt so nicht aus, ne? Wieso sprechen wir das nicht aus? Also wir müssen uns jetzt nicht sagen, bitte halte dich an das Prinzip XYZ. Ach so, nein. Also das ist einfach etwas, das ja in uns drin ist. Vertrauen. Vertrauen, Liebe, Loyalität. Loyalität finde ja, ich so wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Dass man eben weiß, der andere tut nie etwas zu einem Schaden von einem selbst. Ja, das sind unsere Prinzipien. Was war die zweite Frage nochmal? Gibt es Pommes bei euch zu Hause? Nein, wie war die Zeit für euch, als Justus sich zum Oberarzt hochgearbeitet hat? Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Nicht nur für mich, weil ich zu Hause war und mich um zwei Kinder kümmern, sondern für ihn ja auch. Also es war beidseitig sehr, sehr schwierig und sehr viel, was man so auf sich selbst nehmen musste. Aber die Zeit ist ja jetzt rum. Ja, die Zeit. Seit vielen Jahren. Aber es war eine lange Zeit. Und es war kein Ende in Sicht. Naja, also muss man schon sagen. Also ich habe ja extra Gas gegeben, damit ich möglichst früh schon Oberarzt werde und dann nicht erst mit 40... eineinhalb dann irgendwie dann erst Oberarzt werde. Also ich bin ja relativ früh Oberarzt geworden und dann kann ich auch ein bisschen zurückfahren. Justus arbeitet ja relativ viel, auch in seiner Freizeit. Mhm. Ist das ein freiwilliges zusätzliches Arbeiten oder gehört das einfach zum Beruf des Arztes und lässt sich dementsprechend nicht vermeiden? Könnte sich Justus vorstellen, dass es für Frauen, die eine Familie gründen wollen, noch wesentlich schwerer ist, als Ärztin zu arbeiten? Also machst du das freiwillig eigentlich? Oder? Das mache ich schon alles freiwillig. Das meiste, was ich mache, ist ja, weil ich daran Spaß habe. Ich könnte niemals eine Arbeit machen, auch nur 8 Stunden machen, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie jetzt total ätzend oder schwierig. Sondern das ist ja für mich. Das ist ja auch, das macht ja Spaß. Ja, Justus ist Arzt mit Leib und Seele. Ja, für ihn ist da nicht einfach dann Schluss. Ich glaube, das macht auch einen guten Arzt aus, dass man nicht sagt, okay, ich habe Feierabend und tschüss, bis morgen. Aber das ginge auch. Das ginge auch. Natürlich geht das auch. Ja, also es ist ja schon so, dass es ja deutlich anders ist als früher. Jetzt gibt es wirklich feste Arbeitszeiten und feste Arbeitsregelungen. Das heißt, wenn man um 16.45 Uhr nach der Arbeit nach Hause gehen möchte, ist das durchaus möglich und keiner nimmt einem das übel. Es geht jetzt nur darum, ich mache ja viele Sachen extra. Bei mir ist ja auch dann noch die Praxis da und noch viele andere Sachen, die ich dann halt gerne zusätzlich mache zu meinem Beruf. Das macht mich aus. Also ich muss halt immer irgendwas machen und ich werde auch eher unglücklich, wenn es irgendwie nicht weitergeht oder was stockt oder keine Ahnung, also für mich ist das eher etwas, was mich auch am Leben hält. Ne? Ja, Justus kann nicht Urlaub machen. Er kann auch nicht mal einfach nur 10 Minuten auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Das kann er einfach nicht. Nichts tun ist ja schwierig. Ja, genau, wenn wir irgendwas machen würden, zum Beispiel Skiurlaub, ja, da könnte ich ja nicht was anderes machen. Ihr habt ja beide neben eurem Studium gearbeitet. War das sehr stressig, besonders in den Prüfungsphasen? Man hat sich ja dran gewöhnt. Ich bin ja morgens ins Institut gefahren, hab die Zellen gefüttert oder hab das Medium gewechselt oder wie auch immer. In einem Labor hat er gearbeitet. Genau. Muss man das noch dazu sagen? Ach so, ja. Also das Medium gewechselt. Ja gut, in den Prüfungsphasen habe ich nicht mehr gearbeitet. Also ich habe das Studium durchgearbeitet, aber dann zum Examen habe ich dann nicht mehr gearbeitet. Da habe ich dann gekündigt, weil das war nicht machbar. Also ja, stimmt, bei dir war das anders. Ich habe durchgearbeitet. Und das war, ist ja auch eine schöne Abwechslung, dass man erstmal dann, okay, erstmal raus und mal was völlig anderes macht und dann wieder sich ans Lernen setzt. Wenn ihr in einem Land eurer Wahl leben würdet, welches wäre es? Ich kenne Justus' Antwort. Ich würde hier wohnen bleiben, glaube ich, ne? Ja, Justus liebt es hier. Also, er findet ein bisschen es hier trocken, toll. Ja, aber, Deutschland ist ein schönes Land. Also, es gibt ja viele, die zieht es nach irgendwo weit, weit weg, aber ich muss sagen, ich finde auch, also Deutschland ist echt ein schönes Land und hier lebt es sich auch sehr, sehr gut. Die nächste Frage wird traurig, okay? Bist du bereit, Justus? Nein, aber tu es trotzdem. Hat einer von euch beiden während eurer Beziehung schon mal an die Trennung gedacht? Ja, deshalb habe ich sie geheiratet. Ich war echt kurz davor zu sagen, das geht ja gar nicht mit dir. Und jetzt machen wir den letzten Versuch. Heirate ich dich halt. Du sollst das jetzt ernsthaft beantworten. Die Wahrheit ist genau das, meine ich. Es ist schwierig, mit ihm ernst zu bleiben. Also ich muss sagen, ja, habe ich. Es gibt immer schwierige Zeiten in einer Beziehung. Das ist völlig normal. Und es war auch nicht nur einmal. Sondern sogar dreimal. Nein, ganz oft. Was? Ständig. Jetzt gerade. Nein,
Also natürlich gibt es solche Zeiten, ja. Man zofft sich oder man hat auch nicht immer dieselbe Meinung. Also es gehört nun mal zu einer Beziehung dazu, dass man eben auch solche Phasen hat. Aber ich finde es wichtig, dass man eben sich wieder zusammenrauft und sich sagt, nein, das ist der Partner fürs Leben. Verstehst du, wie ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber manchmal ist es schwierig, weil ich bin jemand, der versucht, alles schnell wieder ins Lot zu rücken. Und du bist jemand, die dann erstmal keine Lust hat. Nein, ich bin dann auch jemand, der dann erstmal schmollt. Und ich brauche dann auch erstmal meine Zeit zum Schmollen. Und das ist etwas, damit kommt Justus nicht so gut zurecht. Genau. Denn er möchte immer direkt wieder Friede, Freude, Eier gucken. Aber ich brauche dann immer erstmal meine Zeit, um, ja, ich weiß die nicht, Trennung zu überstehen. Nein, aber dieses Gefühl dann erstmal wieder wegzukriegen. Ja. Zu einer gesunden Beziehung gehört das dazu. Ja, also dass man sich streitet schon. Ne? Ja. Also, man muss, also dass man das innerlich vielleicht kurz in Frage stellt, dass man sagt, ob das jetzt hier immer noch so richtig ist. Aber im Endeffekt, wenn man dann klar, deutlich wieder nachdenken kann, dass man dann sich zusammenrauft und sagt, doch, das, was soll das, war ja nur ein Streit oder war nur so und so und man rauft sich wieder zusammen und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Hatten eure Kinder auch mal so richtige Trotzphasen, solche wie, das esse ich nicht, ich will, dass nur Mama und Papa mich ins Bett bringt, etc.? Das ist ja durchgängig. Also Clara ist doch wirklich nur das, was sie kennt und was ich auch esse. Ja, sie ist nur das, was Justus isst. Und Justus isst ja nicht viel Auswahl, das wissen wir ja schon. Justus isst gerne Kartoffeln, isst gerne Brot, isst gerne Nudeln. Und wenn es irgendwas Neues auf dem Tisch gibt, dann wird sie es nicht essen. Ja gut, aber hier ist ja die Frage nach einer Trotzphase. Es ist ja kein trotziges Wäh, sondern es ist halt sie. Also sie ist halt so. Das ist halt ihre Art. Also sie meinen ja richtige Trotzphasen. Verstehst du, wie ich meine? Also unbegründet einfach zu motzen. Also Elisa sagt ja viel Nein, ne? Also nö, nein. Ja. Aber ja, das ist ja schon trotzig, ne? Also sie baut sich ja auf und sagt nein. Justus, aber es das gibt ist jetzt nicht Mutti, so die schreiben mir, ist das bei euch auch so, dass sich eure Kinder mitten im Supermarkt auf den Boden setzen und schreien? Das haben wir so gelöst, dass die Kinder mit uns ruhig durch das Einkaufszentrum durchgehen und erst an der Kasse dürfen sie sich was aussuchen. Eine Kleinigkeit, nicht viel, nicht große Tafel Schokolade, irgendeine Kleinigkeit. Und dann sind die beruhigt da. Und das finde ich in Ordnung. Das ist auch nicht zu viel. Meistens ist es dann so, dass man sich so eine Kaubonbon-Sache dann teilt unter den drei Geschwistern und dann ist mir das auf jeden Fall wert, dass sie eben wissen, aha, wenn ich jetzt lieb bin während des Einkaufens, dann bekomme ich am Ende so eine kleine Süßigkeit. Und das finde ich in Ordnung. Aber das haben sie auch schon mal gemacht, da waren sie nicht nett und haben sie am Ende keinen Naschi bekommen. Da haben sie sich wirklich, ich weiß nicht, Elisa oder Clara, auf den Boden gesetzt und haben da rumgeflärt. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Es ist mir jetzt nicht unangenehm, dass da jetzt ein Kind schreit, weil es ein Bonbon haben möchte, sondern ich gehe dann weiter einkaufen, packe die Sachen ein und am Ende, wenn alles bezahlt ist, dann packe ich auch das Kind ein und dann gehen wir da wieder raus. Ja, es gehört zur Erziehung dazu. Ja. Konsequenz. Ja. Ja, manchmal bin ich nicht ganz konsequent, ja. Mal ist das Video jetzt nicht ganz schön lang geworden. Ja, das sind so viele Fragen. Was kann ich dafür, Justus? Mein Freund würde gerne wissen, wo Justus zu seiner Bundeswehrzeit stationiert war und in welcher Einheit er war. Ich war in Heide. Husum oder Heide? Heide war, glaube ich, das Ausbildungszentrum und in Husum war nachher die Einheit, wo ich stationiert war. Okay. Und das ist eine Luftabwehrstation. Punkt. Ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen darf. Echt? Das ist streng geheim? Das ist geheim, ja. Nee, echt? Hm? Also so wie bei der CIA und so. Genau, ich war wie bei der CIA, nur halt das deutsche CIA. Echt, ist das geheim? Warum denn? Nein, man soll halt nicht so viel über den Stützpunkt sagen. Das ist auch... Ach so, also die Straße und die Hausnummer, ja? Ja, also Heider Straße 21 A. So, nein, was für Geräte da sind, wie das... Achso, das darf man nicht erzählen, ja. Okay, also... Wusste ich gar nicht, soll das gar nicht erzählen, aber siehst du mal. Hast du dir deinen Traummann so vorgestellt, wie Justus es ist? Aussehen, Charakter, Humor. Was? Wieso? Also, mein Traummann war Leonardo DiCaprio. Ein riesiges Poster hing über ihrem Bett mit NSYNC, glaube ich, ne? Nee, die Backstreet Boys. Backstreet, Entschuldigung, die sehen alle gleich aus.
Aber als ich in dein Zimmer kam, war auf jeden Fall die Messlatte sehr hoch. Ach, Justus. Nein, also ich muss schon sagen, also... Warum sagst du nicht einfach ja? Ja, weil ich ja nie einen Traummann hatte im Kopf, verstehst du denn? Ich dachte ja immer, ich werde niemals einen Traummann. Er muss jugendlich sein wie Leonardo DiCaprio. Nein! So toll tanzen wie die Backstreet Boys. Nein, Justus. Und so romantisch wie Nick Carter. Ja, verstehst du ja nicht. Also, ja, also er ist die Erfüllung meines Traummanns, das muss ich schon sagen. Er ist absolute Verkörperung meines Traummanns. Aber ich höre da so ein Aber. Nein, das ist kein Aber. Das ist nun mal so. Ich bin total glücklich mit dir. Okay. Ich werde nicht glücklicher sein. Ich bin auch ganz glücklich mit dir. So, genug Romantik für heute. Ja. Nimmt Justus Beruf Einfluss auf euren Lifestyle? Also achtet ihr auf Ernährung oder bestimmte Inhaltsstoffe in Produkten? Die Frage fand ich so gut, weißt du? Also, Nancy schon. Ja, Nancy guckt auf diese Inhaltsstoffe und so weiter. Aber ich nicht. Nee, also man denkt ja immer, ein Arzt, ne? Also ein Arzt, der einem immer sagt, du darfst nicht rauchen, du musst viel trinken, du musst dich gesund ernähren, nur Gemüse, würde sich dann selbst auch so ernähren. Aber das Nein. stimmt ja gar nicht. Also meinen Patienten sage ich nie, hören Sie auf zu rauchen, hören Sie auf zu trinken. Also wenn ich ja jemanden habe vor mir sitzen, der halt gerne isst, wenn ich dann sage, sollen nicht so viel essen, machen Sie mehr Sport. Dann sagt er, ja, ja. Ich versuche das schon irgendwie einzubauen, zu gucken, wie kann man denn die Ernährung umstellen, vielleicht zusammen, dass die Person es auch mag. Oder jemand, der Kettenraucher ist, wenn ich ihm sage, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Der wird nicht aufhören zu rauchen, ja, wahrscheinlich. Das interessiert ja nicht. Ja, also deshalb mache ich das auch nicht. Also es ist schon so, wir trinken nicht, wir rauchen nicht, aber es ist jetzt nicht so, als würde Justus da auf unsere Ernährung achten, dass wir immer nur Gemüse essen und Obst. Ja, es ist ja auch absolut komplett übertrieben. Menschen leben seit tausenden von Jahren und wir haben noch nie so eine Hülle und Fülle an Nahrungsmitteln gehabt. Und wir kriegen ja im Winter kriegen wir frische Äpfel und alles. Also wir sind völlig übersättigt mit irgendwelchen Vitaminen und Fetten und alles. Also dass irgendjemand Mangelerscheinungen hat, das gibt es hier einfach nicht. Also ich muss jetzt nicht noch extra auf irgendwelche zusätzlichen Vitamine oder irgendwelche Pillen achten. Ganz im Gegenteil. Tiefkühlpizza ist es richtig gut. Tiefkühlpizza, schmeckt gut, da beschwert sich immer. Was hast du gegen Tiefkühlpizza? Ach, das ist so ekelhaft. Das ist so lecker und das geht so schnell. Ab und zu mal Fastfood darf auch sein. Was sagt ihr dazu, wenn die Kinder die Eltern mit Vornamen ansprechen? Findet ihr das seltsam? Also wenn Johann jetzt nicht so gut. Nicht so gut, ja, ich weiß. Ja, ich finde das auch nicht gut. Ich finde das komisch. Ich höre das auch ab und zu, aber ganz, ganz selten. Ja, das hat auch ein bisschen was mit der Vater- und Mutterrolle zu tun. Also, dass wir dann eben nicht Kumpel sind. Also, wir versuchen ja auch freundschaftlich und so weiter mit den Kindern umzugehen, aber so eine ganz kleine Grenze muss es da geben, dass sie eben wissen, das ist jetzt hier nicht Kumpel Justus und Kumpel Nancy, ne, Fancy Nancy, sondern das ist meine Mami. Und meine Mami sagt mir auch manchmal, was ich nicht darf und was ich machen muss. Wenn das Nancy sagt, ist mir das egal. Und wenn das Mami sagt, ist das eben nicht egal. Also es ist ganz wichtig, diese Barriere dann noch zu haben, also für mich. Ja, mich würde das mal interessieren, wie das bei dir ist. Weil ich wette, dass 99% immer Mama und Papa sagen und nicht Vornamen. Die nächste Frage ist so gut, Justus, so gut. Noch besserer als alle anderen Fragen. Wie steht ihr zwei eigentlich zum Thema Treue bzw. Fremdgehen? Da gerade bei einigen männlichen Ärzten Treue nicht gerade so an der Tagesordnung steht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist so ein Quatsch. Ich finde die Frage auch total krass. Also ich glaube, das ist der Einfluss von Grey's Anatomy oder so, ne? Von ja, genau. Serien. Ja, das ist einfach totaler Quatsch. Also im echten Leben sind Ärzte nicht anders als, weiß ich nicht, andere Männer auch. Also ich kenne so einige Geschichten. Nee, echt? Doch, von der Uni, wo so einige Oberärzte da die jungen Ärztinnen verführt haben. Echt? Ja. Aber das sind ja da eher so Persönlichkeiten, wenn man es mal freundlich ausdrückt. Ja gut, aber also im Normalfall ist es ja nicht. Gibt es ja immer mal irgendwas, aber das hat ja nichts mit Arztsein zu tun. Hat eher was mit der Persönlichkeit zu tun. Genau. Also ich bin der coole Arzt und die Frauen liegen mir zu Füßen, dann ist es wahrscheinlich mit der Treue nicht ganz so toll. Und es wäre es mir niemals wert. Also ich würde niemals meiner Familie schaden oder das hier aufs Spiel setzen, um da ein nettes Abenteuer zu haben. Wäre nicht so mal. Aber sonst, wenn es wirklich niemand herausfinden würde, ja,
dann hätte ich damit kein Problem. Also just bitte so. Meldet euch. Meine Nummer ist... Das war ganz lustig. Ich gucke... Cheetahs. Cheetahs, ja. Das ist so witzig. Du bist ein Freak. Ich finde das witzig. Ja, und zwar die amerikanische Version. Ne? Ja, nicht irgendwie da, die freundliche deutsche Version. Sondern. Ist es nicht komisch für Justus, wenn seine Kollegen bzw. Patienten so viel aus seinem Privatleben sehen können auf YouTube? Naja, also wir sind jetzt nicht so mega groß, dass alle das kennen. Also es ist ja eher eine Seltenheit, dass jemand mich wiedererkennt. Von den Kollegen schon, ja, ist klar. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir ja nicht so viele Pranks machen. Also Justus sieht das total locker. Er ist ja auch der mir das beigebracht hat, dass man das locker sehen soll. Ihr wirkt immer sehr harmonisch. Ja, das muss ich hier einprügeln. Es erweckt den Eindruck, dass ihr nie Streit habt. Wer von euch beiden ist der temperamentvollere? Und wie geht ihr mit Streit bzw. Meinungsverschiedenheiten um? Also ich bin die temperamentvollere. Ja. Ich bin der emotionale Mensch und Justus ist der Denkermensch. Auch in Meinungsverschiedenheitssituationen. Und wie gehen wir dann damit um? Ich schmolle. Mhm. Und ich versuche sie wieder einzunorden, dass man die Emotionen ein wenig außer Acht lässt und mal kurz nachdenkt. Sag mal, verstehst du das eigentlich, wenn ich so emotional bin? Verstehst du mein Auf und Nieder und Auf und... Verstehst du das nie, ne? Doch, ich verstehe es schon, aber es ist ein bisschen anstrengend, ist es schon. Ja, wir sind wirklich aber so aber ist ja nicht so häufig. Wir sind so wie, weißt du, Gegensatz. Also der komplette Gegensatz. Wir sind eigentlich wie so Magneten, wie sich so... Von zwei verschiedenen Planeten. So, nicht ernst. Habt ihr schon im Fitnessstudio Erfolge erzielt? Nein, so schnell geht das aber nicht. Natürlich kann man das sehen. Wir sind auch nicht so ganz regelmäßig da, muss ich ehrlich sagen. Einmal die Woche mindestens. Einmal die Woche schaffen wir es aber auch. Aber ist es jetzt nicht so, dass man dann maximal... Nee, dann ist man auch nicht so. ...Muskeln aufpumpen kann. Sondern das ist so ein bisschen was zum Auspowern. Und wir nehmen das auch so ein bisschen als Erholung, ne? Mhm. Wolltet ihr schon immer, dass eure Kinder Mami und Papi sagen und nicht Mama und Papa? Ich glaube, das ist von mir. Ja, das ist von mir. Wir haben früher immer Mami und Papi gesagt, deshalb ich finde das auch total wenn wir schön. Das weiterführen. Ist Justus streng bezüglich der Kleidung, was du trägst? Ist für ihn in Ordnung, wenn seine Frau kurz und knapp Dekolleté zeigt? Das finde ich sehr interessant, die Frage. Fände ich gut, wenn sie das mal tragen würde. Ja. Wir stehen ja eher vor dem Kleiderschrank. Ich habe nichts zum Anziehen. Und ich habe nur noch so einen kleinen Platz bei mir, weil Nancy schon all ihre Sachen bei mir parkt und meine Sachen schön einstopft. Also Justus war noch nie irgendwie so, dass... ich meine, früher, als ich auch noch jünger war, ne, da hatte ich auch noch mal andere Sachen an, also vielleicht auch kürzer und mehr Dekolleté. Aber da hat er nie irgendwie gesagt, nee, das möchte ich nicht oder so. Kannst du ja auch tragen. Ja, aber hast du nie gesagt. Es gibt ja auch solche Freunde oder Männer, die das dann nicht mögen. Dass die eigene Freundin... Aber du hast es nie so extrem übertrieben. Also wenn man beim Hochsommer dann ein bisschen kürzer rumläuft, okay. Eine Frage, die an dich geht. Wieso verreist ihr alle nicht ins Ausland? Jetzt muss Justus die Frage antworten. Wir reisen schon ins Ausland gelegentlich. Wann? Also alle 10 Jahre. Wir waren in Österreich. Österreich, ja, voll das Ausland, Justus. Wir sind hier schon ein bisschen gebunden. Das hat ein bisschen was mit dem Beruf zu tun und ein bisschen was mit den Schulferien zu tun und den Kindergartenzeiten und so weiter. Also wie bei jedem anderen Menschen auch. Ja, wir würden gerne ständig immer Weltreisen machen. Na, Justus, aber das stimmt ja gar nicht. Morgens um 8 müssen wir wieder hier sein. Justus, ja. Ernsthaft. Was denn? Ja, den Leuten ist aufgefallen, dass wir Urlaub immer nur in Deutschland machen. Auf Rügen, an der Ostsee. Wir haben ja hier... wirklich vieles um die Ecke. Also wir haben den Strand um die Ecke, wir haben die Berge nicht um die Ecke, Wälder, Wiesen und Täler. Ach, jetzt mach's mir doch nicht schwer. Also aktuell ist es schwierig, mit drei kleinen Kindern einfach so zu verreisen. Gut, buch du Bali, ist mir egal. Ist ja auch nicht so, als wären wir vorher verreist, als wir noch keine Kinder hatten. Ja, da hat ein bisschen das Geld gefehlt. Wir haben ja Studium gemacht und nachdem wir das Studium fertig hatten, haben wir ja relativ schnell auch Babys bekommen. Ja, Babys. War aber, auch die Weltreise. Aber man muss auch dazu sagen, Justus ist einfach gerne in Deutschland. Ihn zieht es auch einfach nicht so in andere Länder. Weißt du, was ich mal wieder gerne machen würde? Und zwar segeln. Segeln. Das haben wir auch noch nicht richtig gemacht. Haben wir auch noch. Ja, dann müssen wir das auch noch nachholen. Siehst du, das kann man auch hier machen. An der Ostsee. Zum Glück. Oder Ratzeburger See oder so. Wenn Johann einen eigenen YouTube- oder Instagram-Account möchte, würdest du es ihm erlauben? Die Frage hatten wir eben schon. Und die Antwort war ja. Früher als später. Ist gut. Bald. Justus! Demnächst nächste Woche. Hör auf jetzt!
Das war's, du bist erlöst. Das war die letzte Frage gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich nur ich gefragt wurde, kann das sein? Ja, das waren halt die Fragen. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei und du hast es Rede und Antwort gestanden. Bald wieder, Justus. Es gibt immer viele Fragen an dich. Na gut, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.